Lasst uns beten. Lebendiger Gott, zu dir kommen wir heute Morgen. Wir bringen dir unser Lachen und unsere Tränen, unseren Dank und unsere Trauer. Wir bringen dir unser Leben und das Leben derer, um die wir trauern. Was geglückt ist und was unvollendet blieb, Wohltun und Schuld. Wir kommen mit unserer Sehnsucht nach Leben im Licht deiner Liebe. Komm und bring uns das Wort deiner Gnade. Stärke unsere Hoffnung auf ein Leben durch den Tod hindurch. Gib uns einen Vorgeschmack von deiner Fülle und nimm uns hinein in den Raum deines Erbarmens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die Schriftlesung, das Evangelium für den heutigen Ewigkeitssonntag, steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Und die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Halleluja, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist die Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Halleluja. Liebe Gemeinde, wir wollen nun der Menschen gedenken, die aus unserer Gemeinde, aus ihren Familien im vergangenen Jahr verstorben sind. Derer, von denen sie Abschied nehmen mussten. Wenn wir heute an unsere Verstorbenen noch einmal zurückdenken, dann ganz besonders. Wir werden ihre Namen nennen. Wir werden die Trauer noch einmal spüren, vielleicht auch die Liebe. Sie werden sich erinnern an das Schöne und das Schwere. Alle haben zu uns gehört. Ihr Tod hat das Leben verändert. Wir erinnern uns an den Tag der Beerdigung. Für manche war das vielleicht zusätzlich schlimm oder schwierig, weil nur wenige mitgehen durften. Auch die Corona-Bestimmungen haben dieses Jahr das Sterben, das Abschiednehmen begleitet. Auch das bewegt uns. Und alles das, was uns bewegt, sieht Gott mit seiner Liebe an. So wollen wir nun der Verstorbenen gedenken, und so es ihnen möglich ist, bitte ich sie, dazu aufzustehen. Für jeden, den wir heute Morgen nennen, wollen wir eine Kerze entzünden.
So denken wir an die verstorbenen Mitglieder unserer Gemeinde. Alfred Sulzberger. Julius Seeland. Horst Wondra. Helene Helen Schmidt. Hans Freiberg. Hilde Sander. Frieda Melentin. Martha Preuß. Hans Haberland. Als Freunde der Gemeinde verstorben Pastor Johannes Rattel. Rolf Frohwein. Dieter Wolf von Gutenberg. Esat Gabriel. Andreas Weible. Barbara Klenke. Leo Perk. Folgende Gemeindeglieder und Freunde verloren nahe Angehörige: Rolf Kruse, sein Bruder Kurt Kruse, Mareile Walter, ihren Sohn Doug Walter, Heinke Zeitler, ihren Mann Eckart Zeitler, Erika und Irmhild Plättner, ihren Vater bzw. Ehemann Walter Plättner. Christopher Gehry, seine Mutter Brigitte Gehry. Elisabeth Wondra, ihre Schwester Christa Remmert. Harry Buchholz, seinen Sohn Gordon Buchholz.
Brigitte Brockhausen-Jansen, ihren Vater Dr. Wolfgang Kuttig. Andrea Mechler, ihre Tante Ilse Kautzmann. Viktor Schmidt, seine Tante Selma Kupka. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Unsere Verstorbenen gehören zu Gott. Sie sind dorthin zurückgekehrt, von wo wir alle kommen, in die Hand Gottes. Unsere Hände erreichen sie nicht mehr. Sie sind geborgen in Gottes Hand. Amen. Lasst uns beten. Gott, von dir kommt unser Leben. Und zu dir kehrt es zurück. Wir haben die Namen unserer Verstorbenen genannt. Ein jeder Name eine Geschichte. Ein jeder Name weckt die Liebe wieder oder den Schmerz oder auch dunkle Gefühle, je nachdem. Ein jeder Name und eine jede Kerze nährt die Hoffnung, dass unsere Toten bei dir, Gott, leben. Du kennst sie, du hast sie lieb. So bitten wir dich, sei bei ihnen, sei bei uns. Lass uns deine heilende Gegenwart spüren. Umfange und tröste uns. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Ewigkeitssonntag steht im 5. Buch Mose im 34. Kapitel. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pixa gegenüber Jericho.
Und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Moses vollendet war. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Tod des Mose, die ich Ihnen gerade gelesen habe, ist uns heute Morgen mit auf den Weg gegeben. Auf den ersten Blick scheint sie wenig gehaltvoll, wenig ereignisreich. Und doch finde ich, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Moses hat Israel aus Ägypten durch die Wüste hindurch bis an die Grenzen des Gelobten, des verheißenen Landes geführt. Das ist wortwörtlich eine lange Reise, ein Gewaltmarsch gewesen. Und auf diesem Weg hat Mose wie kein anderer das Volk begleitet, geleitet und hat mit dem Volk und an dem Volk gelitten, an ihrer Uneinsichtigkeit, den Widerständen, den Rebellionen. Wie kein anderer hat er mit dem Volk gerungen, in Tagen des Zweifels und des Unglaubens, an Tagen, an denen alles unmöglich schien, sowieso schon unmöglich schien, irgendwann einmal an den Grenzen des verheißenen Landes anzukommen. Ganz ehrlich, ich frage mich, wie oft Moses einfach alles hinschmeißen wollte und das Bedürfnis hatte zu sagen, macht euren Kram doch alleine. Moses ist kein unbeschriebenes Blatt. Wenn man sich sein Leben anguckt, ist er nicht nur der heroische Führer. Blut klebt an seinen Händen. Er hat einen Menschen auf dem Gewissen. Bevor er zum großen Führer Israels wird, stirbt durch seine Hand ein ägyptischer Aufseher. Und dann wird er aber doch berufen. Berufen, derjenige zu sein, der Israel in die Freiheit führt. Wir hören, dass durch sein Leben hindurch Moses eine ganz einzigartige Beziehung zu Gott pflegt. Es wird beschrieben, dass sie miteinander sprachen, von Angesicht zu Angesicht wie unter Freunden. Und beides, das Leiden an und mit dem Volk, das Leiden an der Sturheit des Volkes und die einzigartige Beziehung zu Gott, führen Moses bis in seine letzten Stunden hinein. Gott ruft ihn auf den Berg Moab, auf den Berg Nebo. Von dort darf er das verheißene und gelobte Land sehen, aber nicht betreten. Moses trägt mit an der Strafe, die Gott den Israeliten auferlegt hat, die sich gegen ihn gestellt haben. Das Leben des Moses ist vielfältig und bunt, wie das Leben eines jeden Menschen. Wir gedenken heute derer, von denen Sie im letzten
Jahr Abschied nehmen mussten, vielleicht sogar, muss man sagen, Abschied nehmen durften. Durften, weil wir gemerkt haben, wie wenig selbstverständlich es ist, dass wir Abschied nehmen können voneinander. Da gab es schwere Zeiten, wo man einander nicht sehen konnte, da gab es Einschränkungen, da konnte man nicht beieinander sein. Auf den Friedhöfen durften nur wenige beisammen sein, um Abschied zu nehmen, um einen Menschen zu verabschieden. Und immer wieder hören wir auch in diesen Tagen von Menschen, die allein und einsam sterben, weil ein Ende der Pandemie nicht in Sicht ist. Und wenn ich heute Morgen die Namen noch einmal gelesen habe, wenn Sie die Namen hören, dann fallen Ihnen sicher nicht nur Gesichter ein, sondern Lebensgeschichten, Begegnungen, gute und schlechte Zeiten. Sie haben Ihre Angehörigen viel besser gekannt als ich. Von vielen kenne ich nur kleine Lebensausschnitte. Aber auch da weiß ich, es gab Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen, Freude und Schmerz, Zeiten der Sicherheit und Zeiten der Sorge. Und viele einzigartige Beziehungen zu Gott, oft bis in die letzten Stunden hinein. Keiner derer, von denen wir heute Abschied nehmen und an die wir heute denken, sind wie Moses auf einen Berg gestiegen, um das gelobte Land zu sehen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch das gab, unerfüllte Hoffnungen und Wünsche. Und manche mögen den einen oder anderen bis in den Tod hinein begleitet haben. Vielleicht sogar Versäumnisse. Dinge, von denen man sagt, ach, hätte ich doch nur. Wir denken oft, dass, wenn solche Situationen entstehen, ein Leben unvollständig oder unfertig ist. Aber ich denke, dass es eigentlich schön ist, wenn auch bis zum Ende noch Raum für Wünsche, für Träume war, für Möglichkeiten. Auch wenn sich nicht alle erfüllen ließen. Von Moses wird gesagt, dass er 120 Jahre alt wurde. Das war damals ein unvorstellbares Alter. Das wäre so, als wenn wir heute sagen, jemand würde 200 oder 250 Jahre. Aber es geht auch gar nicht so sehr um die Zahl. Es ist eigentlich egal, wie alt Moses wurde. Die Angabe seines Alters soll sagen, er hat ein volles Leben gelebt. Er hatte ein Leben in der Gegenwart und im Hören auf Gott. Sein Leben war erfüllt und voll mit Begegnungen, Ereignissen, ja, sogar mit Kraft und Energie. Von ihm wird gesagt, dass er bis zuletzt viel Kraft hatte, dass ihm die Kraft nicht ausgegangen ist und seine Augen nicht trübe wurden. Wie schön, wenn man das sagen kann. Die meisten Menschen, an die wir heute gedacht haben und an die wir heute denken, haben eine Altersgrenze überschritten, die wir meist als Alter bezeichnen. Wir sagen, die waren alt. Das nimmt nichts weg von dem Schmerz, den ein Abschied mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass es auch nur ein Deut einfacher wird, wenn ein Mensch alt wird. Ein Abschied ist ein Abschied. Ein Mensch, der fehlt, ist ein Mensch, der fehlt. Ob er eine kurze Zeit bei uns war oder eine lange Zeit. Ein Mensch, der immer an meiner Seite war und nun nicht mehr da ist, den kann man nicht einfach ersetzen.
Und noch einmal, dann ist es egal, wie lange er da war. Wenn ein Mensch für mich wichtig war und er fehlt, dann ist das einschneidend und traurig. Aber erfülltes Leben ist nicht an Alter gebunden. Auch ein junger Mensch kann nach einem kurzen und erfüllten Leben sterben. Das erscheint uns als ungewöhnlicher Gedanke, aber wer entscheidet eigentlich, ob ein Leben zur Fülle gelebt wurde? Kann das nicht eigentlich immer nur die Person für sich selbst entscheiden? Vor allem aber entscheidet Gott über ein Leben. Und für ihn und für ihn ist jedes Leben wertvoll. Für ihn zählt der Säugling, der kurz nach der Geburt verstirbt, nicht weniger als ein Mensch, der 90 oder mehr Jahre alt geworden ist. Wie wenig können wir doch dafür tun, lange zu leben? Da kann man gesund leben und trotzdem früh sterben. Und es gibt jene, die ungesund leben und trotzdem lange leben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Gesundheitstipps hinter uns schmeißen müssen, sondern es soll uns nur daran erinnern, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, dass die Spanne unseres Lebens immer ein Geschenk ist, das wir aus Gottes Hand empfangen. Und im Blick auf das Leben und den Tod ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir zuallererst und immer in Gottes Hand fallen. Wir haben eben das Lied »Du kannst nicht tiefer fallen« gesungen, von dem Liederdichter Arno Pötzsch. Arno Pötzsch war Pastor und Prediger während des Zweiten Weltkrieges. Er hat viele geistliche Gedichte und Lieder geschrieben und ich finde dieses Lied, das nun in unserem Gesangbuch ist, eines der schönsten. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass alle Wege, die wir im Leben und im Sterben gehen, ja selbst die wir durch Schuld hindurchgehen, immer ihr Ziel in Gott finden. Was für ein schöner Gedanke, dass wir auch hier in Raum und Zeit, im Jetzt, im jetzigen Leben von Gott umgeben sind. Dieses Geborgensein, dieses Umhülltsein, finden wir auch in dem Gedicht von Rainer Maria Rilke, das wir bereits so oft hier gehört haben, an diesem Ewigkeitssonntag, wo es am Ende heißt, wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Wunderbare Worte, die uns daran erinnern, dass auch Fallen nicht unendlich ist. Dass dann, wenn wir das Gefühl haben, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wir nicht ins Leere fallen, sondern in eine bergende Hand. Vergangene Woche habe ich in meiner Predigt an die Worte aus dem Heidelberger Katechismus erinnert, an die Worte aus der ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt es da, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Liebe Gemeinde, für mich sind das Lebensworte. Worte, die uns getrost und getröstet leben lassen und weiterleben lassen können. Worte, die mit in den Blick nehmen,
weil sie uns daran erinnern, dass Gott seine Hand wie ein großes Sicherheitsnetz unter uns ausspannt. Und in dieses Netz können wir getrost hineinfallen, wenn der Boden zu wanken gerät. Das Netz umhüllt uns, auch dann, wenn wir den Halt verlieren, und hält uns. Und keine Schuld, kein Schicksal, nichts ist zu groß, als dass es nicht in Gottes Gnade aufgelöst und aufgenommen werden kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Vertrauen und in diesem Trost leben können. Dass Sie in diesem Trost Ihre Verstorbenen verstorben sein lassen können. Aber dass die Erinnerungen, die Sie mit den Verstorbenen verbinden, getröstet und fröhlich in Ihrem Herzen wohnen dürfen. Möge Gott uns die Gnade schenken, im Vertrauen auf seine ausgestreckte Hand und im Vertrauen auf seine Gnade zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Bitte erheben Sie sich. Barmherziger, ewiger Gott, vor dir haben wir die Namen unserer Toten genannt. Ins Buch des Lebens hast du sie eingetragen. Vor dir, Gott, gedenken wir der Toten, deren Namen uns verborgen sind. Ins Buch des Lebens hast du sie eingetragen. Vor dir beklagen wir die Toten,
die uns täglich nur in neuen Zahlen bewusst sind. In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. Wir gedenken der Toten, die mit Gewalt aus diesem Leben gerissen wurden. In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. Wir trauern um die Toten, für die es keine Hilfe gab, deren Tod unsere Herzen mit Fragen füllt und in Angst versetzt. Ins Buch des Lebens hast du sie eingetragen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, immer wieder neu, bis das Denken ins Herz geht. Wir bitten dich für alle Kranken, Gepflegten und Umsorgten und die, die es gern wären. Wir denken an die Pflegenden und Sorgenden, an Ärzte, Pflegepersonal, an alle, die sich um die Menschen auf Intensivstationen, in Pflegeheimen oder zu Hause kümmern. Auch sie sind in das Buch des Lebens eingetragen. Lass sie alle nicht tiefer fallen als nur in deine Hand. Herr Gott, unsere Trauer und unsere Schuld, unsere Schmerzen und unsere Wut, unsere Sehnsucht und unseren Abschied. Du bist das Leben. Nimm all das in deine Hand. Verwandle Angst und Tränen durch deine Liebe und lass uns nicht fallen. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. So bitten wir dich für die Menschen im Jetzt und Hier. Die Menschen, die an den Grenzen Europas in Belarus und Afghanistan auf Hilfe warten. Für die Menschen, die von Erdrutschen und Fluten betroffen sind, hier in British Kolumbien und anderswo. Und alle, die versuchen zu helfen. Für Rettende und Gerettete. Sie alle halte fest mit ihren Namen im Buch des Lebens. Bewahre sie und stärke sie in diesen Tagen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, den du vom Tode erweckt hast. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.